Ja, hallo liebe Zuschauer und einen schönen guten Morgen am heutigen Donnerstag, dem 26. März, hier bei Gottmord TV und dem JFD-Devisenradar. Die Märkte sind hier derzeit sehr, sehr volatil bereits unterwegs. Da sehen wir insbesondere am Rohstoffmarkt, aber auch am Währungsmarkt, wenn wir uns hier mal kurz die Heatmap anschauen und hierbei, ja, die älteste Währung der Welt, das ist der Goldpreis, der schießt heute stringent nach oben. Dazu gibt es auch in Kürze eine größere Analyse auf dem JFD Desktop bzw. dann auch auf den Godmode-Rohstoffseiten. Wir wollen uns aber heute jetzt dem britischen Pfund zuwenden, dem Cable speziell, British Pound gegenüber US-Dollar. Denn wir hatten gestern den Euro schon mit einem gewissen positiven Bias, der sich hier andeutete. Und das britische Pfund hatte ja unlängst, und da beginnen wir am besten mal hier mit dem großen Wochenchart. Das britische Pfund hatte ja unlängst hier ein signifikantes Verkaufssignal geliefert, eben mit der Aufgabe hier diese Support-Levels aus 2013, Zone um 1,4850 wurde aufgegeben per Weekly Close. Dann gab es in der Vorwoche aber eben aufgrund des Fed-Events hier diese positive Reaktion. Und diese führte dazu, dass der Markt zunächst wieder eine gewisse Art von Relation erfuhr. Und jetzt aktuell versuchen wir uns im Sinne dessen, dass wir hier wieder eine Erholung in der laufenden Handelswoche sehen. Wir waren schon wesentlich tiefer. Das britische Pfund geriet also in der laufenden Handelswoche nochmals unter Druck. Sehen wir aber aktuell, wie sich hier die Bullen dagegen stemmen, beziehungsweise vielmehr der gegenwärtige Umstand der US-Dollar-Schwäche sich auch hier positiv auswirkt auf das Cable. Und das ist die Situation, die wir hier jetzt im Tagesschart nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Denn Sie sehen hier die grundsätzliche Abwärtstendenz des Pfunds. Gerade auf dem Wochenchart ganz unvermindert zu sehen, ab 1,71 ging es hier geradewegs nach unten. Das Level um 1,4850 war aber umkämpft, wie wir auch hier sehen. Hier auch der Fed-Event sehr schön zu sehen mit der Kerze vom 18. März. Und jetzt im Nachgang ist es dennoch so, dass der Markt hier eine leichte Erholungsbewegung erfährt und sich hier nochmals dieser Abwärtstrendlinie annähert. Dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie, die hier herrührt seit Ende Februar. Und jetzt haben wir hier unmittelbar neben dieser Abwärtstrendlinie auch noch diesen Horizontalwiderstand im Bereich 1,5025 rund. Und da sollte das britische Pfund, da müsste das britische Pfund darüber hinaus anziehen, um hier ein wirkliches signifikantes Kaufsignal auszusenden. Unterhalb dessen bleibt die Lage nicht wirklich bullisch. Das muss man ganz klar sehen. Es kann hier Erholungsimpulse geben, die dann aber allerdings an diesem Kreuzwiderstand, so kann man das mal bezeichnen, hier definitiv abprallen könnten. Und das wäre natürlich dann im Umkehrschluss eigentlich die Einladung schlechthin für ein neues Short-Engagement. Aber großes Aber, es deutet sich ja mehr oder weniger doch eine gewisse US-Dollar-Schwäche in Sachen Fortsetzung an. Und insofern kann man auch erwarten, gerade wenn eben die US-Dollar-Schwäche sich weiter fortsetzt, dass auch das britische Pfund aufgrund des starken Ausverkaufs hier dann doch eine Erholung erfährt. Insbesondere bei Preisen über 1,5025 wäre eben hier definitiv die Marke von 1,52 als nächstes Zwischenziel, Schrägstrich dann. Sie sehen, die Abwärtstrendlinie von oben kommt, aber auch diesen Horizontalwiderstand knapp unter 1,54. Das wären dann die nächsten Ziellevel auf dem Weg nach oben, wenn wir 1,5025 überwinden. Wir haben hier diese Abwärtstrendlinie vom Juli, vom Sommer des letzten Jahres. Diese hat von ihrer Relevanz jetzt nicht diese Schwergewichtung wie manche andere Trendlinie, aber ein technisches Ziel stellt es dennoch dar und insofern könnte es, wenn hier dann das Level um 1,52 geknackt werden würde, dann durchaus nochmal 150, 200 Pips nach oben gehen, um eben diese Trendlinie Schrägstrich die Widerstandszone um 1,5385 dann zu attackieren. Das ist eine sehr, sehr interessante Situation, die sich hier darstellt und das Pfund kann hier durchaus davon profitieren, dass der Markt hier die US-Dollar-Schwäche weiter fortsetzt. Kurzfristig haben wir jetzt sogar die Möglichkeit, hier eine Trendlinie zu ziehen. Viel schräger geht es nicht, denn dann würden wir hier in die aktuellen Preisniveaus reinziehen. Ich erlaube mir mal hier diese Trendlinie als grobe Richtung mit anzulegen. Wenn wir jetzt natürlich heute nicht mehr signifikant zurückfallen und den Ausbruch vollziehen, dann sieht die Trendlinie ganz gut aus in ihrer Relevanz und dann könnte das britische Pfund entgegen der eigentlichen Annahme, dass es schwach bleibt, doch tatsächlich nach oben ausbrechen. Aber es muss eben über 1,50, 1,5025. Unterhalb dessen bleiben hier die Reaktionsrisiken auf der Südseite bestehen, was dann natürlich im Umkehrschluss hier sicherlich ja, neue Verlaufstiefs, ein neues Unterschreiten der Marke von 1,4850, 1,4830 befürworten würde. Und das wäre natürlich dann sehr, sehr kontraproduktiv. Schauen wir kurz in den Stundenchart, der kommt nämlich nicht minder interessant daher. Wir haben hier seit dem Fed-Event einen horizontalen Widerstandsbereich aufgebaut. Sehr, sehr interessant. In Art
in der Art eines aufsteigenden Dreiecks, wie wir sehen. Natürlich, die Bewegungen der jüngsten Zeit, sprich gestern, passen hier nicht wirklich ins Bild. Wir haben die Trendlinie gebrochen, darf man jetzt auch ein Stück weit anpassen, aber aufgrund dessen, dass wir hier heute über den Pivot Point ausgebrochen sind nach oben und das sehr, sehr deutlich, stellt sich die Situation tatsächlich so dar, dass man hier jetzt darauf achten muss, was hier im untergeordneten Bereich passiert, nämlich hier eben 1,4970, 1,4990, um das mal ein Stück weit auszudehnen, oberhalb von 1,4990. Das wäre dann hier das mögliche Potenzial, um hier praktisch dann auch die 1,5025 zu attackieren und gegebenenfalls darüber hinaus auszubrechen, wenn es eben gelingt, hier diesen Horizontalwiderstand auf Stundenbasis zu überwinden und dann im Gleichklang eben den Tageswiderstand, gehen wir nochmal hier rein, Tagesbasis, da ist die Horizontalwiderstandszone 1,5025, wenn es eben gelingt, erstmal 1,4990 und dann 1,5025 zu überwinden, dann hätte man eben auf Intraday und auf Tagesbasis hier ein sehr, sehr schönes Fortsetzungssignal. Allerdings, wie gesagt, Obacht geben, wir sind hier an diesem Widerstand schon mehrfach gescheitert. Intraday, das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, ist auch bereits exakt 100 Pips gelaufen. Die Range verspricht allerdings noch gute 50 Pips. Also, wenn wir uns hier nach oben erheben sollten und es dazu kommt, dass der Markt ausbricht, dann wäre die Chance dessen sehr, sehr groß, dass wir hier dann auch auf Tagesbasis ein Fortsetzungssignal im Sinne eines bullischen Laufs sehen dürften. Und das könnte dann hier tatsächlich den Markt antreiben, um hier eben noch weitaus höhere Kurse zu provozieren. Auf der Südseite ganz klar jetzt schlecht, wenn wir hier wieder scheitern und den Pivot Point nochmal unterschreiten sollten. Dann, liebe Zuschauer, sollte man sich eher auf der Südseite orientieren und dazu wäre als erstes hier dieser Horizontalunterstützungsbereich auch das Support-Level S1 bei 1,4824 zu nennen. Das wäre dann praktisch hier die Zone für den Fall, dass wir umkehren, hier nochmal die aktuelle Stundenkerze unterbieten, den Pivot-Point bei 1,4489 unterschreiten. Dann müsste man mit Abgaben in Richtung 1,4835, 1,4824 mindestens rechnen. Das wäre die sehr, sehr wahrscheinliche Variante eines dann entsprechenden Ausverkaufs. Aber Bias scheint aktuell ganz okay und insofern warten wir mal ab, was der Markt uns noch bietet. Die Fuzzi-Vektorlogik sieht das ähnlich. Wir hatten heute Morgen schon hier im JFD-Stream diese Forex-Beschau auf Stundenbasis dargestellt. Euro-US-Dollar grundsätzlich positiv, British Pound-US-Dollar grundsätzlich positiv und hier die US-Dollar-Pairs eher schwach ausgerichtet und diese Entwicklung nimmt direkt auch aktuell Fahrt an. Hier die Bewegung vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Rein technisch wäre heute sogar im weiteren Tagesverlauf eine Attacke hier nach einer kleinen Schwäche am Nachmittag dann doch über die Marke von 1,50 denkbar. Also hier erhalten wir auf jeden Fall statistischen Rückenwind aus dieser Warte. Saisonal bedingt, das zeige ich Ihnen abschließend auch nochmal, sieht es nicht ganz so gut aus für die kommenden 40 Tage für das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, aber das würde ich jetzt mal nicht übergewichten, wenn hier der US-Dollar tatsächlich ein Stück weit zum Verschnaufen neigt und entsprechend hier die ganzen Pairs, die hier in US-Dollar notieren, nach oben treibt. Wird spannend, bleiben Sie am Ball. Wir werden Sie hier im Devisenradar weiter auf dem Laufenden halten. Wenn Sie mögen, nachher gibt es noch JFD Live Trading TV zum nun wahrlich buchstäblich einbrechenden DAX. Dazu dann mehr in Kürze. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag.